Hallo Leute und willkommen zu Unsichtbar Minecraft. Ja. Lol. Okay, der war wohl auch wieder mal irgendwie Internetprobleme oder so. Gut, Gut. Team Leo hat uns hier mit, hat ihm die Nase mit einem Trank beworfen, dass er unsichtbar jetzt war. Ja. Aber das ist schon wieder vorbei, glaube ich. Oder bist du noch unsichtbar? Mal kurz sehen bei den Status. Ja, 38 Sekunden lang noch. Wow. Aber ich glaube, das hat man eh vorher schon mal gesehen, beziehungsweise nicht gesehen. So. Wird wohl aber nicht mit ihren Verbindungen zusammenhängen, dass die hier mal wieder disconnecten. Ja, aber wenn man trinkt, dann ist man vielleicht eher AFK oder so. Ja. Das macht man normalerweise nicht so gern. Es sei denn natürlich, er wollte irgendwie zum Meeresgrund tauchen und hat die Zeit unterschätzt oder ja. Ja. Gibt ihm Oder er natürlich wollte eine. zurück tauchen. Natürlich. So. Das wäre einen Unterwasseratmungstrank ausprobieren. Das gibt's ja auch, stimmt. Vielleicht ist ihm der ausgegangen und er hat sich gedacht, er könnte noch kurz weggehen oder sowas. Ja. Vermutungen über Vermutungen. Ich brauche auf jeden Fall wieder mehr Steine. Ja, ich bin am Abbauen, aber habe selber jetzt gerade erst zwei Stacks und die werde ich hier für meine Stiegenprojekte wohl noch verbrauchen. Aber gut, ja. Ich baue da Ich noch gebe dir mal weiter. einen Stack. Ja, ich brauche, glaube ich, eh nicht mehr wirklich mehr. Sehr gut. So. Die Bäume schweben hier auch schön in der Luft natürlich. Ja, weil ich da jetzt ein bisschen was weggegraben habe, aber wir sind ja auch noch nicht bei der Phase, wo wir hier alles ästhetisch schön irgendwie herrichten, sondern in der Phase, wo wir mal die Grundrisse aufbauen. Jo, jetzt muss ich mal kurz schauen bei den Geräuschen wieder. Den Regen ein bisschen aufdrehen. Solange es nicht donnert, ist er ja ertragbar, Erträglich. erträglich. Wow, mein Deutsch heute. Ja, finde ich auch, also. Regen ist eigentlich so ein fast angenehmes Geräusch, so Ja. als Hintergrundkulisse. Aber der Aber das Donner Donnern ist hier in Minecraft ist schon zehnmal zu erstaunlich laut. laut, ja. Also selbst wenn man das auf minimale Lautstärke stellt, damit man es irgendwie noch hören kann, ist das immer noch sehr laut. Da Ja. gibt es irgendwie nicht so die Zwischenstufe zwischen erträglich und nicht erträglich eben. Ja, ihr habt eh letztens, ihr habt sie jetzt gerade gesehen, ich habe auf 7 gedreht gehabt, also auf 7% der Lautstärke und man hat es logischerweise nicht mehr gehört. Aber da hörst du den Donner trotzdem noch ziemlich laut. Jetzt Ja. wird er direkt über dir donnern. So. Die Plattformen sind hier jetzt schon fast fertig. Plattform. Okay, ja, er kann sich auch nicht entscheiden. Nee. So, jetzt sind mir wieder die Blöcke ausgegangen. So. Fortgeschrittenes Handwerk ist was nochmal? Bei mir ist es auf Englisch. Oh ja. Demnach heißt das bei mir Benchmarking. Oh ja, dann macht es ja viel mehr Sinn. Wahrscheinlich, dass man eine Benchmark nicht baut. Natürlich. So. Das macht mir gerade Sorgen. Was denn? Okay, ich habe jetzt da in eine Richtung wieder zum Rand gegraben und jetzt sehe ich aber den Oh, was oberen denn? Rand der Insel hier, was eigentlich nicht sein sollte oder dürfte. Wo leicht? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Ah 8, ja, da. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ja, da müssen wir aber noch zwei Blöcke. Juhu, das heißt, die Mittelinsel ist nicht quadratisch. Oder ich bin zu blöd zum Zählen. Das wäre die Alternative. Vielleicht ist die Mitte nicht quadratisch. Naja, die Mitte, die ich hier gebaut habe, würde ich jetzt schon mal stark vermuten, dass ich das hingekriegt habe. Ich Ja, zähle es nochmal. ich glaube, wir haben auch oben noch mal dreimal abgezählt, also das glaube ich weniger das. Ja, jetzt komme ich doch auf 16. Okay, Ja. nein, ich bin einfach nur zu blöd zum Zählen, was sehr beruhigend ist in diesem Fall. So, sollen wir es eigentlich noch eine Stufe tiefer? Nee, das lassen wir auf der Ebene, oder? Ja, weil es auch Ja. mit den Stiegen jetzt passt, würde ich es eigentlich nicht so lassen. Gut.
hoffe, die 43 reichen jetzt für das erste Mal zur Fertigstellung. So. Ich glaube, das wird ziemlich nice hier, was wir bauen. Auf jeden Fall. Auch wenn es noch ein paar hundert Folgen dauern wird, aber dann ist es richtig nice. So. Sollen wir uns wieder so ähnlich wie im letzten Let's Play, das hier nur wenige Folgen hatte, so eine Wand der Aufgaben mit allen Plänen und Zielen, die wir haben, bauen? Ja, wäre schon toll. Aber wir haben ja eh schon so einen Ansatz mal mit nur dem Zeug, was wir bauen wollen. Ja gut, aber ist halt noch etwas klein und mickrig gegenwärtig mit irgendwie drei Dingen, die draufstehen. Ja, bauen wir das, würde ich sagen. Wow, was ist denn da? Ich muss das kurz untersuchen hier. Natürlich. Wow, sehr interessant. Da ist Lava. Was? Da ist ein... Ah ja, Leute, ihr seht es gerade. Da ist ein kleiner Lava-Ausbruch, wo du unter Wasser überleben kannst. Wow. Okay. Sieht sehr interessant aus. Aber dorthin zu gehen zählt wohl schon irgendwie ein bisschen als die Insel verlassen, oder? Ja, ich gehe wieder zurück. Ich habe es nur angesehen. Natürlich. Die Frage ist auch, dadurch, dass wir ja mit den Plattformen hier die Insel ja vergrößern. Ja gut, solange wir die Insel vergrößern, sind wir immer noch auf der Insel. Ja, aber dann ist das eh noch in der Insel, glaube ich. Würde ich jetzt schon sagen, dass das noch so passt. Sehr gut. So, dann baue ich das von oben jetzt und fertig. Bitte geht sich das jetzt aus. Perfekt. Gut, die Plattformen werden ja fürs erste Mal fertig. Natürlich haben wir noch keine Stützen und sonst gar nichts gebaut, aber das sieht schon mal sehr gut aus. Schwimmen hier überall Creeper rum. Das kann durchaus sein. Ja, ich würde mal sagen, du könntest jetzt entweder als nächstes diese Wand der Aufgaben errichten oder du könntest mir hier im Untergrund ein bisschen behilflich sein. Oder du könntest aber auch die Zäune bauen, die eben die einzelnen Gebiete miteinander verbinden. Ja, ich glaube, bevor wir die Zäune bauen, ist es doch aber noch besser, dass wir mal die Plattformen füllen mit was? Weil mit Holz haben wir da gesagt, ja. Ja, genau. Und von ja, gut. Haben wir noch nicht genug. Wir brauchen noch ganz viel Holz. Okay, kurz wieder mal Mathematik, weil wir da so gut sind bei Live-Mathematik. Jede Plattform hat jetzt einen Innendurchmesser von 34 Blöcken. Das heißt, wir haben 8 mal 34 zum Quadrat. Warte mal, 36, also Innendurchmesser. Innen, ja, wir müssen ja das Innere füllen. Ich aktiviere hier mal kurz meinen Rechner, den hier Windows glücklicherweise vorinstalliert hat. So, 8 mal 34 mal 34 sind 9248 Bretter. Durch 4 sind 2312 Blöcke Holz. Durch 64 sind 36,125 Stacks an Baumstämmen. Wow, okay, das könnte dann doch noch ein bisschen länger dauern. Oh mein Gott, ich habe nicht gedacht, dass das so viel Holz braucht. Ja. Oh. Dann haben wir nur mal die Plattform abgedeckt. Verdammt, ich habe jetzt hier ständige Wassereinbrüche, was irgendwie leicht nervtötend ist. Ja, oh. Mit dem Sand auch. Was? Komm mal kurz runter, okay. Bitte. Ah, da darf ich nicht runterspringen. Da. Ja, es gibt schon eine Stiege. Oh. Lol. Ja, schwimm mal rauf und schau raus. Da sieht man nämlich, das ist gerade ein wunderbarer Eingang in den Ozean. Nur, ich müsste jetzt noch einige Blöcke weit in diese Richtung weitergraben. Ah ja, lol. Und ja, ich meine, Erde haben wir relativ viel. Wir könnten die ganze Fläche schon mit Erde jetzt auffüllen. Nur wir bräuchten irgendwie so Unterwasseratmungstränke oder sowas Praktisches. Ja, und ich war mal gut in den Tränken, aber keine Ahnung, wie dir jetzt geht. Ja, ich war da niemals gut. Also würde ich sagen, das ist deine Verantwortung. Juhu. Gut, ich glaube nämlich, dass wir dafür sogar Zeug aus der Hölle brauchen, vielleicht. Gut, die Hölle ist eindeutig nicht auf unserer Insel. Oder, warte mal. Wobei, jetzt ganz streng genommen. Fische. Ich glaube, wir brauchen nur Fische. Okay, also die so können wir uns holen. Kugelfische, glaube ich, brauchen wir dafür. Und halt das Material, damit man alles andere machen kann.
Ja, vor allem das alles auffüllen, das wird schon einige hundert Blöcke Erde brauchen. Und Redstone, glaube ich, brauchen wir auch. Juhu. Alternativ könnten wir natürlich eine Glaswand in die Richtung bauen und dann so einen Ausguck ins Meer eben auf einer Seite unserer Untergrundbase hier errichten, was vielleicht auch ganz nice wäre. Jo. So, dann kommen wir hier noch rein. Aber das mit dem Holz, jetzt habe ich gerade einen 64er Stack und die brauchen 36 davon. Ja. Also, das könnte doch mehrere Folgen dauern, bis wir auch nur das nötige Holz haben. Machen wir das offscreen oder machen wir alles onscreen? Ist die Frage. Nachdem noch keine Meinungen dazu eingeholt wurden, nachdem auch diese Umfrage, glaube ich, noch nicht live war, haben wir sie überhaupt gestartet? Ja. Also, falls nicht, dann bitte sagt uns, ob wir so eher langweilige Tätigkeiten wie 36 Stacks Holz sammeln, ob wir das offscreen machen sollen oder onscreen und dabei irgendwie dann noch Geschichten erzählen oder so. Ja, weil wir sind ganz tolle Geschichtenerzähler nämlich. Hat man schon gemerkt, das Einzige, was mir, ja, egal. Aber ich würde mal sagen, fürs erste Mal alles onscreen, es sei denn eben, wir bekommen den Hinweis, dass wir offscreen was machen sollen, dann offscreen eben. Ja. Aber solange da keiner darum bittet. Yay. Gut. Wir werden euch also mit ganz tollen Geschichten versorgen. 36 Holzstacks lang. Ja. Ja. Gut, wäre es dann für dich vielleicht spannender, unterirdisch zu graben oder oberirdisch Holz zu sammeln? Weil mir wäre es vollkommen egal, welche der Tätigkeiten ich da ausführe. Ich sammle gerne das Holz. Das mit dem Nachpflanzen könntest du vielleicht machen. Oh, Bäume pflanzen. Okay. So, 1,5 Stacks haben wir schon. Geht ja voll schnell voran. Juhu. Vergiss nicht, dass wir die ganzen Stelzen noch aus Stackholz bauen müssen. Das heißt, eigentlich brauchen wir einige Stacks mehr. Naja, ganz toll. Vor allem, wir sollten die Stelzen massiver machen, glaube ich, als nur eins, so ein Holz. Ja, und mehr Stelzen würde ich sogar auch sagen. Ja. So 9 Stelzen pro Plattform vielleicht und diese aber 4 Holz dick. Ja. Gut, ich will jetzt nicht schon wieder hier zu rechnen beginnen, aber das wird auf jeden Fall auch nochmal einiges an Holz kosten. Jo. Oh, und meine Axt ist kaputt. Neue Axt. In der Kiste sind, glaube ich, noch einige Äxte. Ah ja. Da ist schon ein schöner Creeper, der uns hier zusieht. Ja. So. Aber die können ja alle nicht auf die Insel, beziehungsweise vielleicht doch, weil wir irgendwann einen Aufgang gebaut haben. Ja, aber da müssen sie den Aufgang schon finden. Ich glaube nicht, dass sie das zusammenbringen hier. Nein, so klug sollten die dann doch nicht sein. Ja, so vom Tagespensum her, meintest du ungefähr eine Stunde pro Aufnahmetag oder können wir das auch ausdehnen? Also ja, ich glaube, wir können das sich, also ist ja eigentlich unsere persönliche Sache, das können wir sich ausdehnen. Ja, deswegen frage ich ja jetzt auch dich persönlich. Gut. Weil ich glaube, wir haben allein jetzt dann schon mehr als als 4 Sessions, like was? Ja, dann würde ich vorschlagen, so als Ziel des heutigen Tages ist mal einerseits das nötige Holz zu sammeln, bauen vielleicht noch nicht, das wäre dann zu langweilig. Und sobald wir das Holz zusammen haben, mal die Untergrundexpedition starten, damit auch mal ein bisschen Action hier reinkommt. Jo. Es hat gerade das Gewitter angefangen. Ja, ich stelle mal bei mir das Wetter auf off vom Sound her. Ich will die Atmosphäre hier nicht vermiesen, aber ich hoffe, ja, uns sollte man schon gut dabei hören. Das wird auf jeden Fall funktionieren, denke ich. Gehen. Wunderschön, Donner gerade. Ist ja auch gut. So. Gut, ich setze übrigens jeden Setzling, den ich finde, an. Demnach werden die Bäume jetzt so eng beieinander stehen, dass die Hälfte nicht wachsen kann, aber ist ja egal. Sobald du sie fällst, wachsen die schon wieder nach. Jo. So, jetzt habe ich mal alle Bäume gefällt hier. Ja, der positive Nebeneffekt ist, dass wir auch jede Menge Äpfel dadurch bekommen. Ja, ich habe jetzt schon 3 Äpfel. Ich bin bei 6 inzwischen, nachdem ich hier derjenige bin, der alles einsammelt. Ich habe gar nicht gewusst, dass wir so viel Erde hatten. Ich hatte immer gedacht, das wäre irgendwann mal ausgegangen. Ja, das habe ich auch gerade deutlich aufgefüllt, weil ich eben unterirdisch extrem viel jetzt weggegraben habe, während du hier die ganzen Vierecke gebaut hast. Yay. Also so. Wir hatten auch noch nicht so viel.
Weißt du, wie das mit dem Ton ging zum Craften? Das möchte ich jetzt mal kurz. Nein, keine Ahnung. Aber dann hast du ja endlich wieder mal das echte Minecraft-Feeling, dass du nicht weißt, wie man das craftet und demnach ausprobieren kannst. Ist ja auch was Schönes. Ja, hab schon rausgefunden. Okay. So. Aber irgendwie, ich würde gerne so mein Gehirn löschen und dann alle Crafting-Rezepte vergessen und dann nochmal ganz von vorne mehr oder weniger mit Minecraft starten. Ja, obwohl, wenn man jetzt zu den Tränken und sowas geht, das ist schon besser, wenn du weißt, wie die Tränke gehen, weil... Ja, stimmt. Tränke so überprobieren, herauszufinden, ist eigentlich fast unmöglich oder würde ewig dauern. Jo. Gut. Ob die Bäume nun wachsen oder nicht, das findet aber erst in der nächsten Folge raus. Wow. Es sind hier schon überall Bäume gewachsen. Aber es findet es trotzdem erst nächstes Mal raus. Gut, dann ciao, Leute. Tschüss.